Spannende neue Eindrücke präsentieren Ihnen das digitale Stadtportal Dein Erkelenz und MyRegio TV, das Online-Fernsehen für den Kreis Heinsberg und die angrenzende Region. Herzlich willkommen bei Erkelenz Live, dem interaktiven Sendeformat von MyRegio TV und deinerkelenz.de mit René Wagner. Hallo zur dritten Sendung Erkelenz Live. MyRegio TV und deinerkelenz.de heißen Sie wieder herzlich willkommen. Unser Thema heute: Corona und kein Ende, kommt die zweite Welle auch auf Erkelenz zu? Eine wichtige Frage, wie wir finden, denn als wir die Sendung angefangen haben zu planen, da lag natürlich theoretisch schon in der Luft, dass die Zahlen auch allein durch die kalte Jahreszeit irgendwann wieder hochgehen werden, aber je näher die Sendung kam, desto mehr wurde es dann gewiss, wir sind mittendrin. Und wir fragen oder sprechen mit den Gästen darüber, wie weit wir schon drin sind und was das bedeutet. Sie können wieder mitmachen, schreiben Sie uns bei Facebook und ganz neu auch bei YouTube, denn wir streamen jetzt auf 4 Kanälen, und zwar bei MyRegio TV bei Facebook, dann bei Dein Erkelenz und Erkelenz Live und bei YouTube, wenn Sie dort mal nachschauen wollen, suchen Sie dann einfach nach Erkelenz Live, in dem Fall Stichwort Corona. Denn viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, hätte ich das mal vorher gewusst, dass ich jetzt nicht mehr mit dem kleinen Handy hier sitzen muss und diese Sendung verfolgen muss oder vielleicht vorm Computer sitze. Jetzt hätte ich doch vielleicht ganz bequem vor dem Fernseher sitzen können. Können Sie auch jetzt noch machen. Wie gesagt, Erkelenz Live, Stichwort Corona. Switchen Sie gerne dorthin, dann ist es vielleicht noch ein bisschen bequemer. Ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen. Unsere Gäste hatten und haben immer noch unmittelbar mit Corona zu tun und wir fangen links an mit Gisela Liebens, ehemalige Corona-Patientin. Sie waren mittendrin in dem ersten großen Corona-Hotspot Deutschlands, da sprechen wir gleich noch näher drüber. In der Mitte Peter Jansen, der noch amtierende Bürgermeister von Erkelenz und ganz rechts Jan Habinger, Verwaltungsdirektor des Hermann-Josef-Krankenhauses und man könnte so sagen der Klinikchef. Ist das richtig? Gut, ja, super. Wir sprechen über die Situation in der Stadt, im Kreis Heinsberg, über die Maßnahmen, die getroffen wurden und vielleicht noch getroffen werden müssen, auch über die Folgen, die das Ganze bedeutet und was jeder Einzelne auch tun kann, damit wir diese Situation eindämmen, noch weiter eindämmen, wieder eindämmen. Wir schauen mal, ob das gelingt. Ja, wir fangen mal an mit einem kleinen Einspiel. Es ist genau 8 Monate her. Ich habe mal in den Kalender geschaut, ziemlich genau 8 Monate her, dass nämlich die Karnevalssitzung, die berühmt-berüchtigte Karnevalssitzung in Gangl stattgefunden hat. Und wie schnell sich das Leben ändern kann, sieht man alleine, wenn man googelt, wenn man nämlich jetzt eingibt bei Google Langenbruch, wo die Kappensitzung stattgefunden hat, dann sieht man, dass direkt der nächste Begriff Corona auftaucht und nicht wie früher zum Beispiel Karneval. Ja, deswegen fangen wir mit Frau Liebens an, die nämlich genau auf dieser Kappensitzung war. Frau Liebens, Sie waren im Februar hautnah dabei und ich sage das mit Absicht so flapsig, Sie waren ganz nah an der Seuche dran, denn Focus, wie wir das Magazin ja so schön kennen, hat damals getitelt, das größte Seuchengebiet Deutschlands. Wir stellen Frau Liebens kurz vor im Einspieler. Gisela Liebens aus Waldenrath bei Heinsberg. Die 66-Jährige ist nicht nur Familienmensch und Oma aus Leidenschaft, sondern auch großer Karnevalsfan. War 10 Jahre Karnevalspräsidentin der Frauengemeinschaft Waldenrath. Noch oft denkt sie an die Kappensitzung in Langbruch zurück. Das war Aschermittwoch, da lag ich schon im Bett und mir ging es gar nicht gut. Zuerst habe ich gedacht, ich habe die Grippe und nach ein paar Tagen merkte ich, dass überhaupt nichts stimmte. Und dann wollte ich eigentlich den Krankenwagen rufen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, für eine kleine Grippe braucht man ja nicht anzurufen. Aber es wurde immer schlimmer und schlimmer. Aber ich habe es ausgehalten und meine Enkelkinder und meine Kinder konnten nicht mehr kommen. Und das war schon ganz schlimm. Weil sie kein Fieber hatte, wurde sie zuerst nicht getestet. Erst bei der Studie des Bonner Professors Hendrik Streeck stellte man fest, dass Gisela Liebens Antikörper in sich trägt. Umso größer war die Freude, als klar wurde, dass sie selbst niemanden angesteckt hatte. Frau Liebens, was ist das Erste, an das Sie zurückdenken in Bezug auf die Karnevalssitzung, in diese Zeit? Ja,
das Erste ist, es war eine schöne Karnevalssitzung, aber leider Gottes muss ich mich wohl da angesteckt haben. Und wie ich dann zu Hause war, Aschermittwoch, ich hatte vorher noch eine Karnevalssitzung in Waldenrath mitgemacht und bin dann auch noch mit dem Karnevalszug, im falschen Dienstagzug in Waldenrath gegangen, auch alles schön. Aber die Lust war schon nicht mehr da. Da merkte man schon, irgendwas stimmt sie nicht mit einem. Und ich bin normal ein richtiger Hallodri, aber ging gar nicht. Ja, und Aschermittwoch lag ich dann wirklich flach und das war gar nicht schön. Also mir ging es so schrecklich. Ich war so müde, hatte starke Kopfschmerzen, musste auch öfters die Toilette besuchen, obwohl man so Wackelbeine hatte. Und ich habe wirklich eine Woche flach gelegen. Konnte aber nicht zum Arzt, weil die Hausärztin Praxis geschlossen hatte. So, und dann habe ich wirklich überlegt, ja, wenn dir jetzt noch schlechter geht, dann muss man wirklich den Krankenwagen anrufen. Und dann habe ich wieder gedacht, für so einen Quatsch, die haben andere Sorgen, da musst du nicht jetzt auch noch den Notarzt rufen. Ja, habe ich das ausgehalten. Und das war wirklich schlecht. Es war nicht schön. Und ich gönne es niemanden. Und die sollen sich alle an die Hygienevorschriften halten. Da bin ich wirklich 100- oder 1000-prozentig für. Umso schöner, dass Sie es gut überstanden haben und dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch über den zweiten Gast, Peter Jansen, dessen Amtszeit ja, wenn ich richtig informiert bin, Halloween endet. Stimmt das? Genau, aber nicht. Ich bin der Hauptdarsteller Halloween. Ja, Sie haben sich wahrscheinlich die Krise ja auch nicht träumen lassen. Also, dass Sie nochmal so in diesem letzten Amtsjahr nochmal so einer Herausforderung begegnen würden. Sie waren wahrscheinlich andauernd im Krisenmodus. Und auch hier gucken wir mal kurz rein, was das für Sie bedeutet. Seit 16 Jahren liegen Bürgermeister Peter Jansen die Stadt und ihre Menschen besonders am Herzen. Auch wenn die Amtszeit bald endet, gibt es noch viel zu tun. Das Corona-Jahr 2020 stellt ihn und sein Team immer wieder vor neue Herausforderungen. Corona, so eine Situation kann man nicht planen, kann man nicht haben. Man hat schon vieles im Leben mitgemacht, wo man entscheiden musste. Aber das war eine Herausforderung, die hat es noch nie so gegeben. Im Umgang mit der Pandemie kann der noch amtierende Bürgermeister auf einige Erfahrungen bauen. Zum Beispiel aus seinem damaligen Beruf als Organisationsleiter des medizinischen Dienstes. Wo es brennt, da ist Peter Jansen zur Stelle. Sogar sprichwörtlich, denn sein Herz hängt an der Freiwilligen Feuerwehr. Noch im letzten Jahr war der Hauptbrandmeister bei einem Einsatz dabei. Ja, Herr Jansen, was war denn der besondere Moment für Sie in diesen bisherigen 8 Monaten? Gibt es da was Besonderes, was hervorsticht? Also das war die erste Information. Ich kam von Gerdahan vom Karnevalsumzug, wollte in der Nacht in Urlaub fahren. Das war so abgemacht und ich war gegen 18 Uhr zu Hause, als die Meldung kam, Krisenstab wird einberufen. Und als Kuratoriumsvorsitzender der Hermann-Jove-Stiftung, zu dem das Krankenhaus gehörte, kam die Meldung, Erkelenz hat Corona-Fälle da und man war sofort wieder im anderen Modus. Das war so das Beeindruckende. Und das Zweite ist dann gewesen in den Wochen danach, wie das hier im Kreis Herrensberg untereinander in der Bürgermeisterei und im Landrat untereinander funktioniert hat, mit wenigen Worten schnelle Entscheidungen getroffen. Das ist beeindruckend, da zehre ich auch positiv von, weil das ist eine Erfahrung, dass das so geklappt hat, die ist auch dann so am Ende der Amtszeit noch was wert. Ebenfalls im Krisenmodus, 8 Monate, Jan Habinger, genau. Und auch da schauen wir uns mal an, auch da hat unser Team ihn besucht. Seit 6 Jahren ist Jan Habinger Verwaltungsdirektor der Hermann-Josef-Stiftung und damit des Erkelenzer Krankenhauses, das im Februar 2020 plötzlich im Mittelpunkt des bundesweiten Interesses stand. Ja, die größte Herausforderung mit dem Virus war, dass es natürlich so plötzlich losging. Hier in Erkelenz war es also, dass wir den ersten intensivpflichtigen Patienten Deutschlands hatten und da wussten wir natürlich, jetzt haben wir den Jackpot. Und man wusste nicht so richtig, was macht die Krankheit mit uns, aber wir wussten auch nicht so richtig, wie bereitet sich denn die Medien auf uns vor und was passiert jetzt, was strömt auf uns ein. Und das war natürlich in den ersten Minuten, Stunden, in den ersten Tagen die große Herausforderung, so ein bisschen abzuschätzen,
Wie hantieren wir, wie jonglieren wir, wie können wir auch die Mitarbeiter beruhigen und wie können wir auch die Mitarbeiter informieren? Weil manchmal war es so, dass die Medien schneller informiert waren als unsere Mitarbeiter, obwohl die Mitarbeiter natürlich in direktem Kontakt zu den Menschen standen, die ja auch Angst hatten um ihr Leben und um das Leben der Patienten. Mit gemeinsamer Anstrengung schafften es die Mitarbeiter, die Lage in den Griff zu bekommen. Jan Habinger ist stolz auf den Teamgeist, der in allen Bereichen zu spüren ist. Nur dann sind Höchstleistungen möglich. Das weiß der Verwaltungschef auch durch seine sportliche Vergangenheit. In Düren und Wuppertal spielte er in der Volleyball-Bundesliga und wurde unter anderem deutscher Meister und Vizepokalsieger. Was war für Sie das einschneidende Erlebnis in diesen 8 Monaten, positiv wie negativ? Also der Jackpot, der klang jetzt erstmal positiv, aber es war wahrscheinlich eher negativ. Ja, ich glaube, wir konnten es ja nicht ändern. Und daher war das Negative war da. Und deswegen war schon die Konzentration auf das Positive. Und das ist das, was ich eben auch meinte. Das Miteinander, gemeinsam diese Krise zu meistern und gemeinsam zusammenzurücken und zu gucken, was ist jetzt der nächste Schritt, den wir tun, ist, glaube ich, was ganz Wertvolles gewesen in dieser Zeit. Und was auch schön war, dass alle Sachen drumherum nebensächlicher wurden und wieder die Patienten und die Mitarbeiter im Mittelpunkt standen. Und das haben wir nicht so oft in unserem Alltag und das hat mich sehr gefreut, dahin wieder zurückgekommen zu sein in dieser spannenden Zeit. Wie oft haben Sie vergleichen müssen in dieser Zeit Teamplay heute, Teamplay Sport? Aber das vergleiche ich regelmäßig, weil ich habe ja als Volleyballer ist es ja so, dass man sich nicht hinten den Ball holen kann und kann vorne ein Tor schießen. Sondern man ist ja immer auf seine Mitspieler angewiesen und das ist auch das, was für mich dieser Sport immer ausgemacht hat. Und das ist auch jetzt genau das Gleiche. Also ich sage auch immer, man sieht das so schön im Film, ich sitze in meinem Büro und ich bin derjenige, der am wenigsten an den Patienten rankommt. Das heißt, die Mannschaft drumherum, und das sind im Krankenhaus ja über 1000 Menschen, sind die, die an der Front stehen und die das Tor schießen mussten oder eben auch die es verteidigen mussten. Und das ist spannend in dieser Zeit und das war vorher auch schon spürbar, dass ein Zusammenhalt besteht und der wurde durch die Zeit zum Glück bestätigt und nicht zerschlagen. Ja, spannend, negativ gesehen, ist ja leider auch jetzt die aktuelle Entwicklung und wir schauen uns gleich mal die neuesten Zahlen an, machen ein kleines bisschen Werbung, aber dann sind wir zurück mit den neuesten Zahlen zum Kreis Heinsberg und auch Erkelenz und schauen uns dann natürlich auch an, was Sie, liebe Zuschauer, bewegt, denn wir haben im Vorfeld sehr, sehr viele Meinungen wieder eingesammelt. Jetzt erstmal die Werbung. Aus- und Weiterbildung mit FIMA, der Fachakademie für Logistik und Verkehr. Ihr sicherer Weg zum neuen Job. Eine qualifizierte Schulung für alle Führerscheinklassen. Die Fahrerlaubnis bereits nach einer 10-tägigen Intensivfahrschule oder bequem in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien. Fachqualifikationen, Weiterbildung und Trainingscenter mit FIMA, Ihrer Fachakademie in Erkelenz. Ja, wie immer an dieser Stelle herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Das muss einfach mal gesagt sein, vor allen Dingen auch deswegen, weil bei Facebook haben wir gesehen, da gab es jemanden, der sich ein bisschen darüber aufgeregt hat, dass wir Werbung bringen und das könnte doch oder das sehe doch so aus wie Privatfernsehen. Und da haben wir uns überlegt, genauso funktioniert Privatfernsehen. Irgendjemand muss das Ganze bezahlen, aber es geht nicht nur darum, dass Werbespots hier platziert werden, sondern wir finden ziemlich cool, dass die beteiligten Firmen auch das Format unterstützen. Und zwar das Format, dass wir gesagt haben, wir wollen jeden Monat einfach mal aus Erkelenz berichten über Dinge, die Erkelenz bewegen oder bewegt, genau.
Ja, und deswegen kommen wir auch direkt zu Ihnen, zu Ihren Meinungen, den ersten Meinungen, die wir zusammengestellt haben. Wir haben vor der Sendung einiges reinbekommen und das ist eine bunte Mischung erstmal. Wir picken uns gleich auf verschiedene Themengebiete raus, aber wir schauen jetzt erstmal in das Sammelsurium. Und zwar der User Tabo21 hat geschrieben: Ich denke, wir haben die erste Welle geschafft, dann schaffen wir alles Weitere auch. Dann Manfred Baumann: Herr Pusch hat Großartiges in der Corona-Zeit geleistet. Warum ist es in Erkelenz, der größten Stadt im Kreis, nicht möglich, so oder ähnlich über das Tagesgeschehen der Pandemie zu berichten? Sicher fänden es viele gut, wenn mehr Infos schnell an die Bürger gebracht würden. Wird das nun bei der zweiten Welle besser? Die nächste Meinung kommt von Stefanie Meurer. Die Kinder frieren in der Schule, offene Fenster bei eiskalten Temperaturen. Stoßlüften ist ja super, aber danach sind die Räume frostig kalt und wärmen sich auch nicht mehr auf. Wie ist das in der Erkältungszeit zu verantworten? Dann hat uns geschrieben Silvia von den Bosch: Wie steht es um die Sicherheit in unseren Altenheimen? Ich habe Angst um meine Mutter. Leider kann ich sie nicht zu mir nehmen. Und nochmal, so eine lange Trennung kann sie wohl kaum ertragen. Dann Norman Z. Ich gehe gerade selten in Restaurants. Wenn aber dann doch, dann bin ich entsetzt, wie oft gerade das Personal die Masken falsch oder einmal sogar überhaupt nicht getragen hat. Das geht gar nicht. Welche Handhabe habe ich als Gast, um das zu ändern? Die nächste Meinung kommt von Ben Steffens. Corona hin, Corona her, das ist doch verrückt. Die Leute drehen alle durch. Wie viele oder besser wie wenige Leute sind in Erkelenz an Covid-19 gestorben? Alles irre Panikmacher. Dann geht's weiter mit Katrin E. Wenn ich in Holland tanken fahre, aber sonst nichts dort mache, muss ich dann in Quarantäne? Und jetzt kommt, glaube ich, die letzte Meinung von Tom Wohlig. Einen neuen Lockdown wird mein Betrieb nur schwer verkraften. Ich wünsche mir vom Bürgermeister und der Stadt und allen Erkelenzern, dass alles getan wird, dass das öffentliche Leben nicht wieder stillstehen muss. HS be strong. Ja, direkt die Frage an Herrn Habinger. Sie sind jetzt zwar kein Arzt, aber Sie haben ja nun mal doch täglich damit zu tun. Wie finden Sie das mit den kalten Klassenzimmern? Ist das in der Erkältungszeit zu verantworten? Ich bin ja noch nicht mal nur mit Ärzten zusammen, sondern ich bin mit einer Lehrerin verheiratet und habe zwei schulpflichtige Kinder. Und wir haben genau gestern Abend diese Diskussion noch geführt zu Hause, meine Frau und ich. Als Grundschullehrerin geht es natürlich darum, welche Organisationen kann man auch in einer Klasse durchführen. Und wir haben, weil ich auch immer die Meinung vertrete, wenn man etwas kritisiert, was gibt es für bessere Ideen, war es auch lange ein Thema zu überlegen, wie kann man das denn sonst aufteilen. Also ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Kurzes Lüften wird aus meiner Sicht nicht direkt zur Krankheit führen. Aber natürlich, wenn man intensiv lüftet und gerade wenn man auch die Werte so runterbringen möchte und die Sauerstoffsättigung so erzielen möchte, dass es auch wirklich normkonform ist, wird es ja auch nicht mit ein paar Minuten erledigt sein. Und da denke ich, ist es eine schwierige Herausforderung. Aber die Alternativen sind natürlich auch gering in unserem Schulsystem, was wir heute haben. Und Ihre Frau als Lehrerin würde jetzt aber auch nicht den Kindern, den Schülern verbieten, Jacken anzuziehen, wenn denen kalt wird, oder? Weil wir haben auch da schon einiges gehört von Erkelenzer Schulen tatsächlich, dass es Lehrer gibt, die dann sagen, das sieht nicht schön aus, die Jacken lasst ihr trotzdem aus. Kann ja nicht sein. Ja, es gibt ja auch die Zwiebeltechnik wie beim Sport. Also daher muss man klar sagen, man kann ja mehrere Schichten übereinander anziehen und ich glaube, da sollte man sich auch als Lehrer nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass man eigene Beschlüsse festlegt, sondern ich denke, da gehört auch der logische Menschenverstand dazu und ich denke, dass meine Frau auf jeden Fall eine Jacke zulassen würde. Okay. Herr Jansen, hier hat ja auch ein Bürger das angesprochen, dass vielleicht Erkelenz das genauso Transparenz leisten könnte, wie der Herr Pusch das gemacht hat. Die Frage ist, ob es überhaupt nötig ist. Aber ich weiß nicht, wie Sie da im Austausch sind mit Stefan Muckel. Wird es von ihm Push-Nachrichten geben? Also es wird diese Nachrichten nicht geben. Wir haben uns mit allen 10 Bürgermeistern und dem Landrat am zweiten Tag nach Beginn der Corona-Krise auch verständigt. Es gibt einen Kommunikationskanal, das ist der Push, damit keine Interpretationen vielleicht zwischen dem Aushang vom Kollegen aus Wegsberg und mir und aus Hückelhofen kommen, weil da suchen die Leute ja nach, was einer ein anderes Wort gesagt hat bei der gleichen Meinung. Das haben wir festgelegt. Wir geben bei uns auf unserer Seite alles durch, was vom Kreis gekommen ist. Nur da, wo es erkenntnisspezifische Dinge gibt, gibt es dann zusätzliche Nachschlag. Und diese Strategie, die wird hochgelobt, quer durch, auch in den Nachbarkreisen und bei allen, weil das ist nirgendwo so ideal gelaufen, dass es eine einheitliche Information gegeben hat.
Ich kann es verstehen, aber es geht nicht darum, dass ich mein Gesicht in die Kamera halte oder da drin stehe, sondern es ging darum, sachlich zu informieren, Sicherheit auszustrahlen und die Menschen mitzunehmen, weil wir hatten keine Blaupause, wie wir verfahren sollten. Ich glaube, dafür hat auch zu Recht in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, der Landrat auch seinen Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er hat es perfekt besetzt und er hat auch die technische Möglichkeit, eine Kreisverwaltung, die wir nicht so haben. Ja. Trotzdem sind immer noch viele Leute da draußen, die sagen, da gibt es vielleicht gewisse Indizien, weswegen man das anzweifelt oder so. Hier wurde ja auch von einem Bürger gesagt, das ist alles irre Panikmache. Frau Liebens, jetzt haben Sie es am eigenen Leib gespürt. Ich habe auch nochmal nachgezählt. Ich kenne mittlerweile seit dieser Woche den 5. schon, der infiziert wurde. Einer davon ist auch gestorben, leider. Und was sagen Sie, wenn jemand sagt, alles irre Panikmache? Ja, ich denke mal, solche Menschen müssen das bekommen, sonst kommt man denen nicht bei. Das ist einfach so. Und ich finde es sehr schade, dass die nicht hören, wenn Leute sagen, es ist gefährlich, passen Sie auf. Aber man kann solchen Menschen nicht helfen. Das geht nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das sonst gehen soll. Man kann ja reden, wie man möchte. Es nutzt nichts. Ja. Wie viele liegen zurzeit, wie viele Intensivpatienten in Erkelenz, wenn ich das fragen darf, beziehungsweise im Kreis Heinsberg? Ja, also im Kreis Heinsberg liegen gerade 2 Patienten, die auf der Intensivstation beatmet werden. Und das sind auch in den letzten Wochen war es auch immer so, dass es nicht nur die klassischen hochbetagten, älteren, schwer erkrankten Menschen sind, sondern es auch jüngere Menschen sind. Die haben wir in den Häusern. Was die größere Zahl ist, natürlich sind die Verdachtsfälle, die wir in den Kliniken organisieren müssen. Und das ist auch die größte Herausforderung für uns, weil dort höhere Maßstäbe angelegt werden. Und da sind wir aktuell auch wieder bei 14 im Kreis, was in den letzten Wochen nach oben gegangen ist. Also wir hatten auch schon vor einem Monat 2, 3 im Kreis. In der Haupt-Corona-Zeit hatten wir alleine 25 in Erkelenz. Also man sieht auch mal, dass da das, was man auch in der Gesellschaft merkt, sich auch im Kreis widerspiegelt. Aber das sind schon Zahlen, die man ernst nehmen muss. Mhm. Bevor wir zum nächsten Einspieler kommen, einfach eine Frage in die Runde, wer es vielleicht beantworten kann, denn ich möchte die Userin, war es glaube ich, jetzt hier nicht mit dieser Frage so stehen lassen, die Sache mit dem Tanken in Holland. Also wenn ich mal kurz rüberfahre nach Holland, ich komme zurück, muss ich in die Quarantäne? Wie ist das jetzt gerade? Nein, Kurzbesuche muss man nicht in Quarantäne, aber man muss sich fragen, ob man unbedingt in Holland tanken muss, weil ich musste letztens Dienstag nach Holland hin und bin aber schnell wieder abgehauen, weil die Schutzmaßnahmen in den Niederlanden sind grenzwertig. Okay. Ja, ich habe gerade darüber gesprochen, ich selbst kenne 5 Infizierte, einer davon gestorben, war auch sehr, sehr trauriger Fall und wir haben mal die Erkelenzer in der Innenstadt gefragt, ob sie Angst haben, sich zu infizieren. Haben sie Angst vor einer Infektion? Und da schauen wir uns das mal auch mal an. Genau, wir haben hier gedreht auf dem Marktplatz und haben sehr, sehr viele Stimmen eingesammelt, auch zu anderen Themen, Gebieten. Da sehen wir dann auch manchmal wieder die gleichen Leute und auch wieder neue Leute. So, jetzt bin ich auch ein bisschen besser zu sehen, aber das reicht auch mit Impressionen von den Dreharbeiten. Wir kommen direkt zum Einspieler. Haben Sie Angst vor einer Infektion? Es war früher mehr oder die Angst war größer, weil es einfach alles unbekannter gewesen ist. Heute würde ich sagen, mit den Regeln, die bekannt sind, würde ich für mich behaupten, das Risiko überschaubar zu haben, ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst und ich habe auch Angst hier um diese Kleinen. Und das sind wir noch lange nicht los. Noch lange nicht los. Ich verstehe das nur nicht bei manchen Leuten, dass die das nicht begreifen. Ne? Groß, sehr groß. Man hat wirklich Angst und allein zum Beispiel wegen meiner Oma jetzt, dann ja, hat man ein bisschen Panik, zum Beispiel zu der Oma zu Besuch fahren und ja. Keine Ahnung, was soll ich sagen. Es ist halt viel übertrieben. Ich habe keine Angst vor das. Also ich bin schon mal positiv getestet und bei mir war alles okay. Also halte ich halt nichts. Aber bei manchen ist halt schlimm. Aber bei mir, ich hatte gar nichts. Es war nur 2 Wochen Quarantäne und war ich halt alles okay. Also relativ gering. Aus dem Grund, weil wir eben den Abstand einhalten, weil wir uns selber und die Kunden uns ja auch schützen. Und ich denke, es ist auch immer ein bisschen an einem selber gelegen, welches Risiko man eingeht oder eben auch nicht. Also eigentlich relativ. Wenn man dich daran hält, ist das relativ, denke ich mal. Ne? Dass alles soweit gut geht, wenn sich alle dran halten. Ne? Oh ja, schon. Ich habe, ja, doch, ich habe Angst. Die hatte ich eigentlich bisher nicht so sehr, weil ich sehr viel zu Hause geblieben bin.
Absolut. Also ich möchte nicht an so einer Beatmungsmaschine hängen. Ja, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion? Oh, also da gibt es viele andere, die das besser beantworten können als ich. Ich glaube, ein entscheidendes Wort ist immer die Verhältnismäßigkeit. Und die Erfahrung, die wir auch in der Klinik machen, da darf man auch gerne mal drüber reden. Also in der gesamten Corona-Zeit haben wir 10 positive Mitarbeiter von über, wie eben schon mal gesagt, über 1.000. Und in den letzten 3 Monaten ist keiner dazugekommen. Was daran nicht liegt, dass die Leute alle nur extrem sich aus dem Weg gehen oder ähnliches, sondern es geht, glaube ich, darum, dass man, wie auch viele sagen, dass man eben verhältnismäßig sich schützen kann. Es ist klar, dass Mund-Nasen-Schutz getragen wird im Alltag. Wir gucken, dass wir die Abstände einhalten. Desinfektionsmittelverbrauch ist zum Glück massiv gestiegen, der auch schon vorher relevant war im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Und wenn man das sich, glaube ich, an gewisse Regeln hält und es nicht genau in das extreme Gegenteil bringt, was ja mittlerweile auch dort passiert, wo ja gerade die Zahlen auch hochschnellen, wo man ja auch bewusst sieht, dass Menschen es provozieren, sich in den Arm zu nehmen, sich zu küssen oder ähnliches, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Wenn Sie mir das mal so kurz überschlagen, wer halt antworten möchte, wie viele Infizierte haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis? Gibt es da viele, gibt es wenige? Es gibt ja auch viele, die das deswegen anzweifeln, weil sie um sich herum halt keinen kennen. Ja, ich kenne schon welche, die es haben. Und ich kenne 5 Mann, die es hatten. Und ich glaube, bei uns im Ort, wenn ich mir das so ganz überlege, da würde ich sagen, der halbe Ort hat es gehabt. Es haben so viele flachgelegen nach Karneval. Und die sind alle sehr vernünftig. Auch wenn man bei uns durch die Straßen fährt im Ort, es ist fast leer. Es traut sich fast keiner mehr auf den Straßen. Das ist so. Es ist richtig wie ein Geisterdorf. Also es ist sicherlich auch jetzt wahrscheinlich deutlich weniger los, auch auf dem Marktplatz. Diese Aufnahmen sind eine Woche alt. Und wenn man bedenkt, was alleine diese eine Woche schon wieder auch deutschlandweit passiert, das ist Wahnsinn. Herr Jansen, Sie kennen sicherlich wahrscheinlich auch viele, oder? Also ich weiß, dass bei mir im Ort, jetzt kriege ich auch viele Informationen, ich wohne im 1600 Einwohnerort, 12 Personen waren. Also das ist jetzt schon nicht so wenig. Mhm. Die auch dann bestimmten Kontakten zuzuordnen sind. Und dann außerhalb des Ortes kenne ich aus meinem Bekanntenkreis 7 Stück. Jetzt habe ich natürlich auch einen relativ großen Bekanntenkreis, berufsbedingt. Aber es ist nicht so, dass es weit weg ist, sondern es ist überall. Und wenn ich mir die Liste anschaue, die ich ja bekomme, wer wo infiziert ist, dann geht das quer durchs Stadtgebiet, quer durch alle Altersgruppen, quer durch alle Berufsgruppen durch. Und das ist für mich das Unkalkulierbare. Wie kommen die da? Bei uns gibt es kein Hotspot, es gibt keinen Großauslöser, sondern es gibt viele kleine Auslöser. Das heißt, das Risiko ist irgendwo immanent da. Ja, wie ist es bei Ihnen? Also ich kenne privat 5 bis 6. Davon muss ich klar sagen, ist der Großteil in Ischgl gewesen. Ist auch eine spannende Entwicklung, weil aus Erkelenz kenne ich 2 persönlich. Aber ich habe auch einen ehemaligen Mannschaftskollegen und ehemaligen Leistungssportler und auch Athlet und Volleyballer, der mit Anfang 50 an Corona verstorben ist. Also wo man auch klar sagen muss, das hat mich damals schon einmal getroffen, weil ein toller Mensch gegangen ist, aber als zweites auch ganz klar das Signal war, man darf das nicht unterschätzen. Man darf es auch nicht übertreiben, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Das war schon eine Erfahrung, die ich mir hätte gerne erspart. Ja, schauen wir mal auf die aktuelle Entwicklung, die Situation in Erkelenz, Kreis Heinsberg, ganz Deutschland. Die Zahlen sind ja jetzt doch deutlich raufgegangen. Es gibt, also die letzte Zahl, die ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, waren glaube ich 50 Kreise, die über der Zahl 50 sind. Jetzt sind es wahrscheinlich viel, viel mehr mittlerweile. Wir schauen uns die Corona-Zahlen mal von Freitag an. Seit 25. Februar 2301 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg. 2077 haben die Infektion hinter sich gebracht, zum Glück. 97 Menschen sind leider verstorben und 127 Personen sind aktuell noch nicht genesen. Nach den offiziellen Zahlen von Freitag waren in Erkelenz am Freitag 19 Menschen noch infiziert. Und wenn man jetzt den Kreis sich wieder anschaut, die neueste RKI-Zahl jetzt wieder in Bezug auf den Kreis Heinsberg von diesem Tag Mitternacht, 36 Infizierte jetzt im Kreis Heinsberg mehr. Ja, und die 7-Tage-Inzidenz, die Zahl der Infizierten auf 100.000 Einwohner der letzten 7 Tage, war ja am Freitag 36, am Samstag 43, jetzt wieder 41 immerhin. Spüren Sie den Anstieg schon? So kann man das so auch so im Klinikalltag sehen?
Ja, also der spiegelt sich im Klinikalltag wieder. Das muss man klar sagen, auch mit milderen Verläufen. Aber er spiegelt sich wieder. In allen drei Häusern im Kreis ist wieder mehr los. Wir haben alle drei Nebenkapazitäten auf der Intensivstation, die wir frei halten, haben wir auch separate Covid-Stationen, so nennen wir das, wo wir eben die Verdachtsfälle oder bestätigte erkrankte Patienten unterbringen. Die sind alle wieder in Betrieb. Da gab es schon mal Zeiten, wo wir die komplett wieder abgebaut haben. Also das ist schon wieder, die Bewegung ist da. Beim Schutz des Personals ist es genau das Gleiche. Wir machen genauso weiter wie vorher. Aber in der Belegung spüren wir es. Ja. Jetzt gibt es ja oder wird ja schon seit Wochen darüber diskutiert, was sind so die effektiven Mittel, um die Zahlen auch wieder runterzubringen. Und das als effektivstes Mittel gilt Maskentragen. Wir haben die Erkelenzer gefragt, wie stehen Sie denn zum Maskentragen? Es ist schon ungewohnt, sagen wir mal. Ne? Und wir haben uns jetzt seit langem nicht gesehen, das erste Mal jetzt seit Jahren. Und mit Maske begrüßen ist natürlich dann auch so ein bisschen befremdlich. Aber ganz ehrlich, wenn es hilft, warum nicht? Also ich finde mich jetzt nicht total eingeschränkt, dadurch eine Maske zu tragen. Also ich kann mein Leben weiter so bewältigen wie im Vorfeld auch. Und von daher... Ja, das ist mir lässig, weil ich schon sowieso schlecht Luft bekomme. Ne? Aber ich weiß, ich muss sie tragen. Ne? So, wenn ich so rumfahre, tue ich es nicht. Aber so wie schon Leute um mich sind, dann ziehe ich das Ding an. Ja? Also bei manchen Leuten kann ich nachvollziehen, zum Beispiel die jetzt Asthma haben, die können das schlecht tragen und so. Aber ja, mittlerweile hat man sich schon dran gewöhnt, mit den Masken rumzulaufen. Klar, ist manchmal ätzend, zum Beispiel jetzt im Sommer war es gar nicht erträglich. Aber jetzt langsam gewöhnt man sich dran. Ich denke, wir kommen ohne einfach nicht zurecht. Wir werden damit lernen, leben zu müssen. Wir dürfen uns nicht davon beirren lassen und sagen, das haben wir in 2 oder 3 Wochen überstanden. Also von daher denke ich, wenn wir mit der Maske alle so gut da durchkommen und dann irgendwann zumindest so lange arbeiten können, bis wir einen Impfstoff oder irgendwelche Möglichkeiten gefunden haben, denke ich, ist das die einfachste Möglichkeit. Ach ja, man kann sich dran gewöhnen. Was für die Gesundheit gut ist, da muss man schon drauf achten. Ne? Das ist sehr wichtig, finde ich. Ne? Ganz ehrlich, ich habe mich daran gewöhnt. Bei uns im Schwimmbad ist es auch so. Da darf keiner ohne Maske rein. Und natürlich ist es lästig, aber wir können es ja nicht ändern. Übertrieben würde ich nicht sagen, aber es ist schon lästig, würde ich sagen. Ich trage eine Brille, die ist ständig beschlagen. Aber es muss wohl sein und dann ziehe ich auch eben die Maske lieber an. Ich sehe das mittlerweile als gegeben an. Ich bin dafür. Also meine Frau ist auch gefährdet, also in dieser gefährlichen Gruppe. Und wir haben es dann gewöhnt. Also wir stehen da voll hinter. Sollte es mal ein Medikament geben oder eine Impfung, dann wird sich alles von selber erledigen. Ja, wie das, ja, anders gesagt, jetzt fange ich an zu stottern. Es gibt ja verschiedene Masken. Es gibt ja die Einwegmasken, jetzt mittlerweile auch in verschiedenen Farben. Oder ich habe auch mal 2 selbstgenähte mitgebracht, sogar für Hundefreunde. Herr Habinger, wie trägt man denn die Maske richtig? Weil wir haben auch da jetzt bei den Leuten gesehen, so ganz war es noch nicht optimal. Wie trägt man die denn richtig? Also ich bin ja, ich beschäftige mich ja mehr mit den Einmalmasken. Und haben Sie zufällig eine dabei jetzt? Wir haben ja, das ist jetzt meine private, aber deswegen, wir haben ja in den Kliniken, benutzen wir die medizinischen blauen. Und wichtig ist, dass das Blaue außen ist. Ja. Also ne, ich habe jetzt nur eine ganz weiße, aber in der Klinikmaske ist, dass das Blaue außen ist. Mit dem Bügel ist es für die Brillenträger ein bisschen einfacher. Und der Vorteil bei den Einmalmasken ist eben, dass der Schutz etwas höher ist und wir dürfen im medizinischen Bereich auch nur fachmännisch hergestellte Masken verwenden und nicht selbst genähte. Wir haben ganz viele geschenkt bekommen, das war natürlich auch schade, dass wir die nicht verwenden durften, aber da sind wir doch schon darauf aus, dass das auch alles konform ist. Also daher, und was man ja auch nicht, die Hose sollte man ja auch nicht zu tief hängen lassen. Es ist auch wichtig, dass die Nase dazu gehört, was ja auch zwischendurch ist. Ist ja eigentlich noch der gefährlichste Bereich, ne? Genau, und da, wo es auch am schnellsten rausgeht, ne? Beim Husten oder beim Niesen ist die Menge die größte und ich glaube, dafür hilft auch. Und ich erlebe es auch, dass die Grippe gar nicht so durchkommt oder die Erkältung nicht so durchkommt. Also ich trage den Mundschutz auch nicht nur zum Schutz wegen Corona, sondern ich spüre es auch bei mir, dass ich bei weitem nicht so anfällig bin, wie ich das vielleicht schon mal früher war.
Ja, ja. Das wäre mal eine interessante Untersuchung oder auch vielleicht mal eine Idee für große Medien mal zu recherchieren, mal zu schauen, wie sich die, ich nenne das jetzt mal Volksgesundheit, vielleicht sogar verbessert hat, seitdem wir eben auch alle mehr auf Hygiene achten, mehr Masken tragen und so weiter. Das wäre ganz, ganz interessant. Frau Liebens, als Betroffene sind Sie doch bestimmt jeden Tag als Missionarin unterwegs, oder? Bitte? Als Missionarin sind Sie, was das Maskentragen betrifft. Nein, ja, Maske trage ich auf jeden Fall. Und mir macht das auch nichts aus. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich aufregen, die es nicht tragen wollen. Also ich finde es ganz normal. Ich habe 37 Jahre lang jeden Tag Maske getragen. Ich merke oft gar nicht, wenn ich es aufhabe und sitze schon im Auto. Dann muss mein Lebensgefährte sagen, du hast noch die Maske auf, dann mache ich die eben ab. Aber geht in Blut über. Ja gut, es gibt natürlich Menschen, die vielleicht dadurch schlechter atmen können. Ja, oder? Ist was anderes. Ne? Ja, ist was ganz anderes. Wer gesundheitliche Probleme hat, ja, weiß ich auch nicht, wie der das regeln kann. Keine Ahnung, da ist vielleicht jemand anders zuständig. Aber ist schon schwierig, wenn man schlecht Luft bekommt, wenn man was an der Lunge hat, das ist schon schwierig. Mir ist die letzten Tage eine Zahl begegnet, die mich doch ziemlich erschreckt hat. Und zwar hat die Deutsche Bahn in den letzten 4 Wochen, nicht die Deutsche Bahn, die Deutsche Bundespolizei, genau, hat in den letzten 4 Wochen 71.000 Verweigerer ermahnt, darauf hingewiesen. Und es gab aber auch welche, die unbelehrbar waren und dadurch mussten über 1.100 Bußgelder aufverhängt werden, allein in 4 Wochen in ganz Deutschland. Wir hatten eben auch bei den Texteinblendungen, bei dem Texteinspieler hatten wir eine Frage hier zum Thema Restaurant. Das gebe ich einfach mal an Herrn Jansen weiter. Was kann man denn tun, wenn man so einen Verweigerer sieht oder eben vielleicht auch bedient wird im Restaurant von Personal, die nicht dran gedacht haben? Also da kann ich nur empfehlen, wenn man im Restaurant ist und das Personal hat keine Maske an. Wenn man sich nicht traut, die direkt selber anzusprechen, dann die Stadtverwaltung anrufen, weil das geht gar nicht. Das muss man einfach sehen. Da sind so viele Kontakte, die da auch schnell übertragen werden können. Da gibt es dann auch Regeln, da gibt es um die Bußgelder. Das ist alles übersichtlich in Erkelenz-Verlauf. Sehr wenige Verweigerer. Am Anfang gab es so 1, 2 von den vielen Restaurants hier, die sich geweigert haben in Erkelenz. Da sind wir auch richtig energisch auch rangegangen, was mal so deutsch zu sagen. Und dann muss man sich einfach melden. Aber erstmal ansprechen, wir wollen nicht der Kontrollstaat sein oder die Kontrollstadt sein. Wir machen viele Überprüfungen, aber wenn wir Hinweise bekommen, hier passiert das laufend nicht, dann sind wir da und greifen auch durch. Ja. Es kommt gerade ein Kommentar rein von Alex Ide, der uns, das passt zu dem, was Herr Habinger noch mal ganz kurz eben erklärt hat. Ich will es nur mal der Vollständigkeit halber sagen. Schade, dass viele nicht verstehen, dass es Mund-Nasen-Schutz heißt. Gesichtsvisiere sind im Übrigen auch nicht erlaubt. Ist das so? Ist das so, dass sie gar nicht erlaubt sind? Man sieht es ja doch oft. Also in unserer Branche sind sie nicht erlaubt. Dazu kann ich mich mal äußern. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir körperlich mit den Menschen in den nahen Kontakt gehen. Und dabei ist die Problematik beim Schild ist eben, dass es ja unten offen ist. Und da wird immer darüber diskutiert. Es ist aber auch das gleiche Thema, dass ich weiß, dass Mund-Nasen-Schutz zum Beispiel in der Gastronomie ganz schwierig ist beim Kochen oder Ähnliches. Und da ist natürlich ein Face-Shield schon was anderes, wenn man jetzt offenes Kochen hat oder auch Ausgaben hat oder Ähnliches. Also ich glaube, jeder Schutz hilft und ich glaube, man muss bewusst hingucken, wo es wie hoch das Infektionsrisiko auch ist und mit wem man es auch zu tun hat. Und daher glaube ich, ist die Kombination, so wie ich das sehe, ich fühle mich bei den Menschen, die ein Schild tragen, sind es dann manchmal die einen, die vielleicht Atemprobleme haben, wo ich dann schon stolz darauf bin, dass die trotzdem rausgehen. Also wo ich dann auch mal denke als Bürger, ja, ist doch toll, dass die in die Bewegung gehen. Ich sehe Menschen am Rollator, die schon kämpfen genug, unterwegs zu sein. Und wenn die ein Face-Shield tragen, ganz ehrlich, finde ich das jetzt nicht so schlimm und freue mich eher darüber, als dass ich immer dieses Schwarz-Weiß brauche. Aber da bin ich sowieso nicht so der Freund von. Deswegen glaube ich, dass ein Face-Shield hilft. Ja, da sind wir ja mittendrin beim Thema Maßnahmen und Maskentragen ist eben eine Maßnahme. Es gibt viele weitere Maßnahmen und das wird jetzt auch in vielen Städten verschärft. Wir haben wieder die Erkelenzer gefragt, was halten Sie denn von diesen ganzen Maßnahmen? Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, normalerweise wären wir jetzt am Montag nach Berlin gefahren und jetzt ist Berlin gestern zum Risikogebiet erklärt worden, jetzt geht's halt wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das im Moment ist ja gefühlt, jede zweite Stadt wird jetzt zum Corona-Hotspot. Ob das zu übertrieben ist jetzt aktuell, ich weiß es nicht.
es ist halt auch schade, dass es oft so scheinbar passiert, weil sich viele einfach nicht dran halten. Ne? Zu vielen Geburtstagen gehen, den Abstand nicht halten, keine Maske tragen. Ich kann es nicht einschätzen jetzt aktuell. Es ärgert mich halt einfach nur, dass ich jetzt zum zweiten Mal diese Berlin-Reise wieder verschieben muss. Ja, oh, ich sehe gar nichts. Wo mein Sohn sich halt so drauf gefreut hat. Und ich weiß nicht, ob es halt eben jetzt einfach nur Angstmacherei ist oder ob es eben tatsächlich so ist. Ich denke, wenn sich viele einfach an die Regeln halten oder einfach mal alle an die Regeln halten, dann wäre es wahrscheinlich auch einfacher. Also hier im Geschäft haben wir keinen großen Einfluss gespürt. Natürlich ist es eine Umstellung. Auch wir müssen natürlich darauf achten, dass Masken getragen werden. Die Kunden auch schon mal daran erinnern, aber im Großen und Ganzen sind die doch alle sehr diszipliniert, halten ihre Abstände ein. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass wir dadurch ein schlechteres Geschäft hätten. Also ich denke, der Kunde nutzt es auch gerne, die Möglichkeit, dann draußen an der frischen Luft einzukaufen. Also ich könnte nicht sagen, dass es drum sich verschlechtert hat. Wahrscheinlich wird es von den Medien ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem finde ich, wenn jeder ein bisschen nach sich schauen würde, wäre das halb so schlimm. Wenn jeder ein bisschen Rücksicht nehmen würde, denke ich. Man muss nicht unbedingt jetzt reisen und dann kann man ja vielleicht hoffentlich nächstes Jahr machen. Aber wenn es halt eben so schlimm ist, dann sollte man schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Und man merkt ja auch die jungen Leute, die dann eben auch feiern wollen und zu Hause dann oder in Diskos oder so gehen wollen und so, dass da schlimmer geworden ist. Also ich finde, man ist immer noch nicht vorsichtig genug. Also wenn ich jetzt die neuen Infektionszahlen sehe, es wird ja ziemlich leicht fertig damit umgegangen. Herr Jansen, müssen wir uns auf weitere Maßnahmen jetzt einstellen? Also die Zahlen gehen leicht hoch. Also wir sind ja noch gemäßigt in Erkelenz, aber muss man mal ganz deutlich so sagen. Ich kriege ja die Zahlen, wer ist infiziert, die Namen. Und was wir herausstellen können, die meisten Neuinfizierten kommen aus Feiern. Das heißt, Abstand halten ist für mich die oberste Priorität. Das bringt viel mit den Masken zusammen. Aber überall da, wo die direkte Nähe stärker kommt, da kommen auch die neuen Infektionen wieder her. Und deshalb kann ich nur beipflichten, was da gerade zwei gesagt haben. Wenn alle ein bisschen sich dran halten, kommt die zweite Welle nicht so stark, brauchen wir das nicht stärker zu machen, kommt kein Lockdown und nichts. Aber da müssen wir aufpassen, da geht gerade so ein bisschen die Gesellschaft mit dem Leichtsinn, fängt an durch den, im Vergleich zu den Nachbarstaaten, ganz anders noch, da sieht das doch deutlich dramatischer aus. In den Großstädten auch sehr dramatisch. Mein Sohn ist in Düsseldorf, was der erzählt, was da abgeht zum Teil. Da ist Corona-freie Zeit scheinbar in einigen Bereichen. Da kann man immer noch Partys machen und feiern gehen. Und da habe ich kein Verständnis dafür. Wenn wir das eingedämmt kriegen, werden wir auch wieder niedrige Zahlen haben. Also von da, es muss nicht mehr sein. Wir haben ja eine Stadt im Kreis, da schießen gerade die Zahlen durch die Decke, um das mal sehr deutlich zu sagen. Aber auch da, klarer Hintergrund, große Familienfeiern. Stand ja in der Zeitung und in den Medien drin. Man hat die Hauptursache schnell gefunden. Und wenn wir das da noch beseitigt kriegen, glaube ich, wir müssen durch den Winter kommen und dann brauchen wir nicht mehr Maßnahmen, wenn wir das wegkriegen. Deutschlandweit betrachtet scheint es aber jetzt mit den Feiern ein kleines bisschen in den Hintergrund zu geraten. Also diese, dass man wirklich solchen identifizieren kann und dadurch die Infektionsketten auch besser recherchieren kann, das lässt jetzt nach. Hier ist es vielleicht noch so, sodass wir noch einen Vorteil haben. Aber was wir so mitkriegen ist, Herr Winge lächelt, das ist halt doch jetzt gerade ein Problem, dass sich das, dass die Leute nicht mehr ganz so einsichtig sind, habe ich das Gefühl. Sie haben eben gefragt, ob ich einen Fall kenne. Ja. Ich kenne so einen aktuellen. Wenn der gesagt hätte, dass der feiern gewesen wäre und das eine Einladung von einem Gastronomen gewesen wäre, hätten beide dickes Bußgeld dran gekriegt. Also erzählt er nicht, dass der feiern war. Privat hat er es mir erzählt. Und da muss man mal schauen, was wird wirklich erzählt, was wird wirklich gegeben. Und man weiß es ja nicht. Nur wenn sich zig angezündet haben, die dann im Alltag unterwegs sind, bis sie merken, dass sie dann selbst infiziert sind, haben sie sich schon mehrere Tage anderen übertragen. Also das nach, und das ist genau die Krux. Bei den steigenden Zahlen fällt die Nachverfolgbarkeit immer schwieriger aus. Und wir haben jetzt Personalanforderungen gekriegt, wir müssen uns aufrüsten. Wir sind deutlich höher belastet als vor Wochen, weil das jetzt kommen muss. Und da muss man sagen, wenn jeder da was, da bleibe ich bei, wenn jeder ein bisschen darauf achtet, weil man weiß nicht, wie man Kontakt hat. Es sagen auch nicht alle, wo sie es her haben oder wo sie glauben, sie es haben. Weil jetzt einer zur Feier war, der ist ja so ein bisschen öffentlich geächtet. Deshalb sagen sie es einfach nicht mehr.
Ja, Sie haben gerade gezuckt. Ja, ich kann ein schönes Beispiel nennen, weil ja, ich war bis Donnerstagabend in Seeland im Urlaub und alle haben gefragt, warum fahrt ihr da hin? Und wir hatten besprochen, wir hatten den Urlaub lange geplant und wir waren nur wir vier in der Familie, waren in einem Ferienhaus, waren jeden Tag am Strand, ich habe keinen Menschen gesehen, wir waren in keinem Restaurant. Das war jetzt alles nicht so schlimm. Was ich aber auch erzählen kann, ist, dass die Holländer Mundschutz getragen haben und auch nicht aufeinander gehangen haben. Also ich glaube, man merkt auch, dass dort Bewusstseinsschritte dazukommen und es kommt immer darauf an, wo man hinfährt. Aber ich kann das auch nur bestätigen, was Peter Jansen sagt. Was wir gerade mitkriegen, und das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen mit der Reiserei bewusst machen, ist, dass wir nicht unbedingt einen Hotspot mehr im Kreis haben. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Patienten gehabt, wo ein sehr schwerer Verlauf entstanden ist. Der war im Ruhrgebiet auf einer großen Hochzeit. So, und die fahren dann wieder nach Hause. Und da war es auch so, da war keiner mit großen Symptomen. Also da kann man auch keinem was vorwerfen, außer dass man vielleicht gesagt hat, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten. Aber da war jetzt nicht so, dass einer schwer krank war und ist ins Geschehen marschiert und hat provoziert oder auch nicht verantwortungsvoll gehandelt. Aber derjenige ist jetzt bei uns gewesen, kommt hier aus der Region, war schwer krank. Und natürlich gehört er dann nicht zum Hotspot in Erkelenz, aber er ist hier in der Region und hat natürlich auch in seinem Umfeld. Also da glaube ich schon, dass wir merken, dass das schwierig ist. Und deswegen ist auch die Einschränkung beim Reisen ein gewisses Thema, wo man drauf guckt. Und für uns wäre es auch klar gewesen, wenn Seeland auch noch zum Risiko sofort nach Hause gefahren sind. Das war jetzt erst am Samstag. Aber das gehört dazu. Ja, Sie haben eben auch nochmal gezuckt. Ja, weil das Thema Reise angeht. Ich bin ja selbst, habe ja vor 2 Wochen den Urlaub gemacht, den ich Aschermittwoch antreten wollte, weil das Hotel ist das schon. Vorbildlich gemacht, mit Abstand alles drum gewesen. Und ich bin dann, wie gesagt, aus beruflichen Gründen mal kurz hinter der Grenze gewesen. Und da war im Restaurant null Mundschutz. Das ist genau das andere. Da muss man schauen. So. Und wer sagt denn, dass er in dem Restaurant in Roermond oder sonst wo gesessen hat und kommt in den Kreis Heinsberg zurück? Das ist das. Und deshalb nicht so einfach machen, die Geschichten. Es gibt Infektionsherde und die Infektion kommt von Mensch zu Mensch, wenn man nah beieinander ist. Das ist, glaube ich, von allen Wissenschaftlern unumstritten. Es geht nur kommt nur auf die Situation an. Und da ist wirklich, und da kann ich auch nur alles bestätigen, was von oben jetzt gesagt wird, die Verantwortlichkeit des Einzelnen. Da liegt es dran. Und wenn da einer unverantwortlich ist, der gefährdet 10 andere mit. Und das, ob ich dann gereist bin von so zurück, und ich habe viele in Urlaub gesehen, wir sind Ordnung gewandt und Fahrrad gefahren, waren isoliert, so gesehen. Das geht, man kann viel Leben weiter ausüben, wie fast immer eben, mit ein bisschen Mundschutz und ein bisschen an Regeln haben. So weit ist das Leben dann auch nicht eingeschränkt. Und ich behaupte auch, ein zweiter Lockdown kann sich Deutschland nicht leisten. Und das sind die mit Schuld, die dann solche Dinge provozieren. Frau Lieben, ja, Sie ja, ich möchte auch die ganze gerne Zeit, was ja. sagen. Und zwar, wir fahren grundsätzlich nicht in Urlaub jetzt in dieser Zeit, sondern wir haben hier so schöne Gebiete, wir machen Fahrradtouren. Und da kann gar nichts passieren. Da bin ich auch mit zufrieden. Und ich finde, das können mehrere Leute machen. Ich finde das toll so. Muss nicht sein, wegzufahren. Gerade, ich meine, ich bin ein Risikomensch natürlich in meinem Alter und darum bisschen Vorsicht walten lassen. Wir haben noch einen Kommentar reinbekommen von einem User, der nennt sich nur AJ. Als Politiker kann man jegliche Entscheidung treffen, man wird nie jeden zufriedenstellen. Den haargenau richtigen Weg wird es nicht geben. Deswegen müssen wir alle schauen, dass wir da irgendwie durchkommen. Ich sage immer, das größte Übel ist immer irgendwann vorbei. Das ist doch ein ganz guter Schlusspunkt zu diesem Thema Maßnahmen. Ja, aber wir waren auch schon, haben das schon jetzt ein paar Mal angesprochen, das Thema, was dann die Veranstaltungen betrifft oder eben auch Gewerbetreibende betrifft. Also wenn jetzt auch zum Beispiel ein Lockdown, ein Leid wieder kommt durch Sperrstunde, Restaurants, Betrieb wird wieder eingeschränkt vielleicht. Da schreibt uns Florian Viehmann, was wird getan, um die von der Corona betroffene Veranstaltungsbranche zu unterstützen. Wenn ich da an Erkelenz denke, fällt mir direkt das Electricize ein. Ja, oder Karneval, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Das tut schon weh und das sind schon einschneidende Veränderungen. Also wir versuchen in Erkelenz, Electricize, Electricity, hat es ja gegeben, das zu ermöglichen, was vertretbar ist. Und vor gut einer Woche habe ich mit allen, jedes Jahr treffe ich mich mit allen Karnevalspräsidenten, stimmen die Session ab, was läuft. Und alle haben gesagt, die möchten das Risiko nicht tragen, weil sie das Einsehen haben, der enge Kontakt. Wir haben angeboten, wenn ihr eine Idee habt, als Stadt angeboten, wie kann man was unterziehen, eine Smart-Version von Karneval. Aber allen war hier, und da bin ich sehr dankbar. Das war eine saubere Diskussion, ein sauberes Gespräch.
Und alle Karnevalspräsidenten oder Vorsitzende der Gesellschaft haben gesagt, nein, Karneval hat mit Nähe und Enge zu tun und wir müssen akzeptieren, dass wir dies Jahr eine Sondersituation haben. Ist schlimm für die Veranstaltungsbranche, aber wir sagen als Stadt Erkelenz das, was vertretbar ist, auch mit dem Kreis Heinsberg. Wir haben zum Beispiel letzte Schützenfest in Kückhofen unter Hygienestandardbedingungen, die dann festgelegt wurden, ist in kleinem Rahmen gelaufen. Das machen wir, aber man muss eben genau hinschauen, was macht. Und es geht immer nur mit Vernunft der Veranstalter und Vernunft der Besucher. Da ist viel mehr drin, als wir heute machen. Aber wenn wir da 10% Unvernünftige bei haben, dann geht gar nichts. Und das ist eben die Gratwanderung, wo dann auch dann hier viele Veranstalter sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Punkt. Ja, wir gehen ein bisschen näher ein auf das Thema Vereinsarbeit. Die Arbeit, die halt einfach auf ein Minimum jetzt reduziert wurde, dass Veranstaltungen abgesagt wurden, dass Vereine jetzt auch vielleicht in Not geraten. Susanne Stoffel hat uns geschrieben, mich nervt alles rund um Corona und auch einige der Regeln, Maßnahmen, obwohl ich sie bedingt auch verstehe und einhalte, weil ich ganz eng gesehen zur Risikogruppe gehöre. Hat mich im Kleinststädtchen mit schlechter Verkehrsanbindung und vielen ausgefallenen Veranstaltungen als Alleinlebende noch einsamer gemacht. Ich habe alles über, von allem irgendwie genug. Auch das kann man natürlich verstehen und wenn wir jetzt alle gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird, dann können wir vielleicht auch wieder demnächst wieder besser feiern. Wir haben uns ein Beispiel rausgepickt, um mal zu zeigen, was das bedeutet für einen Verein, nämlich den Mazerater Martinsmarkt. Die Dorfgemeinschaft Mazerat veranstaltet den Martinsmarkt als Benefizveranstaltung zugunsten des Deutschen Kinderhospizverein e.V. Aachen, Kreis Heinsberg. Ziel ist es, schwer erkrankte bzw. sterbende Kinder und deren Familien im Kreis Heinsberg zu unterstützen. Pro Familie braucht man 3.000 Euro im Jahr, 37 Familien sind es. Das heißt, wir sind bei einem Spendenvolumen, was notwendig ist im Jahr, von über 100.000 Euro. Man sieht also, wie wichtig dieses Ehrenamt ist und wie wichtig auch solche Veranstaltungen sind, die wir hier in Mazerat ehrenamtlich abhalten. In der Luft liegt der Geruch von Kandis, gebrannten Mandeln, Äpfeln und Gewürzen. Der Markt findet rund um die St. Josef-Kapelle statt, die man hier liebevoll den Mazerater Dom nennt. Wir haben insgesamt 60 Stände, ein großes Kuchenbuffet, was uns die Mazerater Frauen eben alles immer zur Verfügung stellen, die dann selbst backen. Wir legen sehr großen Wert hier auf unseren handwerklichen Bedarf, dass alles selbst angefertigt wird, dass wir keine Sachen haben wie Taschen oder die man überall eben halt kaufen kann. Es sind überwiegend Unikate, die wir hier dann anbieten. Ja, die Aufnahmen waren von 2012 und seitdem ist schon natürlich wieder ein bisschen was passiert. Mittlerweile, jetzt sind es insgesamt 16 Jahre, die der Mazerater Martinsmarkt schon Spenden sammeln konnte, sind nämlich über 130.000 Euro zusammengekommen. Allein letztes Jahr waren 17.500 und ja, wie machen wir es dieses Jahr? Geht nicht. Und die Dorfgemeinschaft Mazerat hat jetzt einen Spendenaufruf gemacht. Bis 8.11. können die Leute spenden. Wenn sie Interesse haben, da zu helfen, und das soll ja ein Beispiel sein für viele andere Vereine, dann schauen Sie auf der Seite nach bei Facebook. In dem Fall ist es der Martinsmarkt Mazerat. Kann helfen, Herr Jansen? Also ja, wir unterstützen die. Wir haben ja vieles ermöglicht, wie ich gesagt habe, dass sie Betrieb aufrecht halten können. Bei Veranstaltungen in kleinem Umfang, aber wir werden nicht die Einnahmen generieren können, weil viele Vereine müssen auch für Trainer, Übungsleiter ja Geld generieren. Das wird die große Herausforderung sein. Es gibt bestimmte Hilfsmittel und seitens der Stadt, also wir haben ja eh keine Hallengebühren und sowas, wir haben die von allem Möglichen befreit, was einfach ist, genauso wie die Gastronomen. Also wir haben von März an gesagt, in diesem Jahr keine Gebühren für Außen und alles Mögliche, was möglich und rechtlich zulässig ist, haben wir nachgelassen. Aber man muss sich darauf einstellen, Veranstaltungen werden eine Zeit lang in dieser Form nicht so sein. Da muss man schauen, wie man umgeht. Und die Frage ist, wofür müssen wir die Einnahmen jetzt haben in dem Verein, damit die Vereine nicht kaputt gehen? Und das wird ein Thema sein, da sind wir im Gespräch mit den Vereinen, da laufen Gespräche, es gibt Hilfsmittel, es gibt bestimmte andere Dinge und da unterstützen wir auch bei verschiedenen Anträgen, die man stellen kann, um bestimmte Gelder zu bekommen. Aber es ist eine aufwendige Arbeit. Nochmal eine zusätzliche Belastung für die Verwaltung obendrauf zu den ganzen Corona-Dingen. Also wir sind da dran, aber es gibt nicht die generelle Lösung für alle. Zweites Beispiel, der Karneval, über den wir schon gerade gesprochen haben. Da gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein, aber ganz kurz nach der Werbung. Musik.
Aus- und Weiterbildung mit FIMA, der Fachakademie für Logistik und Verkehr. Ihr sicherer Weg zum neuen Job. Eine qualifizierte Schulung für alle Führerscheinklassen. Die Fahrerlaubnis bereits nach einer 10-tägigen Intensivfahrschule oder bequem in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien. Fachqualifikationen, Weiterbildung und Trainingscenter mit FIMA, Ihrer Fachakademie in Erkelenz. Wir sind zurück bei Erkelenz Live in der Leonhardskapelle und wir wollen auch über das Thema Karneval sprechen. Karneval ist immer ein großes Ereignis in unserer Stadt. Viele Veranstaltungen sind schon abgesagt worden. Es gibt immer noch welche, die noch abwarten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es jetzt komplett. Ja? Trotzdem haben wir natürlich die Erkelenzer gefragt, wie finden Sie das? Karneval absagen, ja oder nein? Finde ich verantwortungsvoll, dass Sie abgesagt haben. Mit Karneval habe ich gar nichts am Hut. Also ob Karneval ist oder in China ein Sakrais-Umfeld, das ist mir egal. Ja, genau. Aber ich denke, wenn das jetzt stattfinden würde, das wäre fahrlässig. In der aktuellen Zeit, also das wäre fahrlässig. Ja. Karneval und sowas abblasen, es geht nicht anders. Es geht nicht. Und auch diese vielen Feiereien müssen sie strenger machen. Also ich bin so eine Person, ich feiere sehr gerne Karneval, also ist für mich ein bisschen blöd. Aber was wollen wir machen? Für Karnevalsvereine ist das sehr... Ja, schön. Also ich bin selber in einem Karnevalsverein und das wurde jetzt alles abgesagt. Das sind natürlich auch Enttäuschungen, sage ich mal, für den Verein selber. Man hat sich sehr darauf gefreut, das ganze Jahr über trainiert. Aber gut, es ist sicherer. Es ist sicherer, auf jeden Fall. 203 Leute sammeln sich hier und zur Zeit Corona, so ist halt schlimm. Also wie letztes Jahr hat mit Karneval angefangen da. Das Leben geht auch ohne Karneval weiter. Ich persönlich habe letztes Jahr dieses Jahr über Karneval im Krankenhaus gelegen. Ich habe es auch überlebt. Also es ist schade. Es ist natürlich für die Karnevalisten schade, die viel Arbeit investieren. Für die Kinder finde ich es schade. Oder für die Jugendlichen, für die im Moment eben auch nicht viel stattfindet. Aber ansonsten denke ich, wenn das jetzt dieses eine Jahr ist, ja in Herrgotts Namen. Ja gut, diese Situation jetzt ist, kann man darauf verzichten. Aber Erkelenz hat immer gern Karneval gefeiert. Ganz, ganz traurig. Also, ja, wir sind wirklich zwei Karnevalsjäcke, also das ist schon, aber gut, kommt ja wieder. Wollen wir hoffen, ne? Mittlerweile habe ich ein Alter erreicht, wo man ruhiger wird, also dann ist es nicht so schlimm. Also, aber ich finde es richtig, dass das gestrichen wird. Das ist wirklich traurig. Es ist ja mit allem so, ne? Ich habe auch jetzt so von Bekannten gehört, Hochzeit. Es wird eingeschränkt, die Besucherzahlen. Es ist schlimm. Aber wir müssen da durch. Aus- und Weiterbildung mit FIMA, der Fachakademie für Logistik und Verkehr. Ihr sicherer Weg zum neuen Job. Eine qualifizierte Schulung für alle Führerscheinklassen. Die Fahrerlaubnis bereits nach einer 10-tägigen Intensivfahrschule oder bequem in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien. Fachqualifikationen, Weiterbildung und Trainingscenter mit FIMA, Ihrer Fachakademie in Erkelenz.
So, da sind wir wieder. Es gab technische Probleme mit dem Ton und es hätte ja nichts genützt, wenn sie uns noch gesehen hätten und wir hätten hier irgendwie mit Handzeichen oder so weitergemacht oder wir hätten Schilder hochhalten können. Nee, macht ja alles keinen Sinn. Ja, ich hoffe, Sie sind immer noch da und haben schön gewartet und da sind wir wieder. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Frau Liebens zum Schluss noch zu hören war. Wir machen es einfach nochmal. Wie sehr tut das weh, wenn Karneval nicht stattfindet? Was machen Sie mit der Frauengemeinschaft? Also, es tut sehr weh. Bei uns in Walenrath wird Karneval groß geschrieben und vor allen Dingen bei der Damensitzung. Und ich fände es schrecklich, wenn es nicht gehalten werden könnte. Man kann aber überlegen, genau wie der Herr Jansen eben sagte, das im kleinen Rahmen mit ordentlichen Abständen etwas zu gestalten. Das würde gehen. Und ich finde, da sollte man auch drüber nachdenken. Man soll nicht alles sofort auf Eis legen. Also fände ich jetzt gar nicht gut. Ich aber meine, die Gruppen, die arbeiten ja auch noch von den Vereinen. Eben hatten Sie gesagt, mit den Vereinen. Ja. Ja, die hätten ja keine Kosten, doch, die haben wohl Kosten. Die Versicherungen laufen weiter und bestimmte Dinge auch. Und darum brauchen die auch ihre Einnahmen. Und dann kann man nur noch hoffen, dass die Leute, die in diesem Verein sind, nicht das Geld zurückhaben wollen, weil ja das ganze Jahr über jetzt die Hallen geschlossen waren. Mal auf ein paar Wochen waren sie auf. Und sonst gar nichts mehr. Ja, ich glaube, wer im Verein ist, der lebt Solidarität, denke ich mal. Ne? Ja, 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 also ich bin schon 52 Jahre in die DJK Waldenrath, also schon als Übungsleiterin, ja, früh angefangen auch. Und das schmerzt auch. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Jansen, dann sind alle Sachen wirklich abgesagt. Ja, man hat überlegt, Sitzungskarneval, das rechnet sich auch nicht, wenn das nur halb voll ist. Das geht nicht, denn die Kosten sind eben da. Und die Gesellschaften haben sich mit fast allen Künstlern auch geeinigt, aufs nächste Jahr umzubuchen, sodass dieser große Kostenblock weg ist. Bestimmte andere Dinge laufen natürlich weiter. Und ja, und dann Tanzveranstaltungen haben wir gesagt, das passt einfach nicht. Man überlegt, ob man einige im kleinen vereinsinternen Bereich was macht. Wobei, da haben jetzt die großen Gesellschaften in Erkelenz auch gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir Karnevalisten feiern, damit der Narrenkappe auf der Straße gehen und Karnevalisten auf der Straße konnten nicht mit uns feiern. Und deshalb hat man sich so entschieden und gesagt, nein, nächstes Jahr Karneval runter. Es sei denn, wir haben eine Übereinkunft getroffen, weil wir immer schnell und flexibel sein wollen, dass wir uns Ende Januar mit der Karnevalsgesellschaft nochmal treffen und sehen, haben sich die Zahlen verändert. Also zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, waren die Zahlen noch sehr moderat, jetzt sind sie höher. Man kann keine Entscheidung bei diesem Thema 14 Tage oder 8 Wochen im Voraus treffen. 14 Tage ist so die früheste Zeit, wo man sagen kann, jetzt kann was sein. Wir stehen Gewehr bei Fuß, haben wir denen gesagt, als Stadtverwaltung. Was dann machbar ist, wird gemacht im Moment. Aber damit die Karnevalisten und die ganzen Leute Klarheit haben, tendiert man dazu hin, abzusagen, Umzüge abzusagen und auch die Saalveranstaltung abzusagen. Das heißt aber, in gewisser Weise ist die Hintertür da oder die Hoffnung da, dass vielleicht im Januar, wenn es dann doch wieder erwarten, besser aussieht, dass dann möglich sind. Ja, das haben wir so abgestimmt und ich bin sehr dankbar, dass das, ja, diese Gruppe, die sich dann einmal im Jahr trifft, von mir eingeladen, das hat sich auch so entwickelt, da ist Vertrauen, wir haben Gleichklang im Stadtgebiet hin und dann muss man das ist so sauber diskutiert worden untereinander, also ohne wirklich sachlich und da ist man dann auch zu dieser Übereinkunft gekommen. Aber wenn das gemacht wird, wird es zuerst diese Runde wieder geben, bevor ein Einzelner nach draußen geht und sagt, ich mache das. Das halte ich für wichtig, weil so ein bisschen solidarisch sich abzustimmen, wie geht man mit der Kommunikation um, ist einfach in diesen schwierigen Zeiten mit das Größte und Wichtigste, was man tun kann, um Zuverlässigkeit zu signalisieren nach draußen. Ja. Andere Veranstaltungen stehen ja auch an. Am nächsten Wochenende ist ja auch verkaufsoffener Sonntag. Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächstes Wochenende ist es doch, genau. Und da ist natürlich auch die Frage, findet er statt? Wird er ja wohl. Also heute findet ja in einer Nachbarstadt verkaufsoffener Sonntag statt. Einkaufen unter den Regeln, die da sind, sind da. Und das ist das Thema, wenn Lockdown kommt, also das betrifft dann ja auch den Einzelhandel, wie er am Anfang ja auch betroffen war, sind die Regeln neu. Und das werden wir am Montag nochmal bewerten müssen. Wie sind die Zahlen? Für Erkelenz gesehen relativ noch überschaubar, aber insgesamt ist das schon eine Tendenz, die darf man nicht ignorieren. Aber auch da sind wir in ein, zwei Tagestakt immer dann in Abstimmungsprozessen. Und das ist auch
abgemacht mit allen, die eine Veranstaltung machen. Wir bleiben nah in der Kommunikation beieinander, um schnell so oder so reagieren zu können. Und anders geht es im Moment nicht. Aber ich habe es bei einer anderen Veranstaltung letzte Woche, wir haben noch diesen Ehrenamtsabend gemacht, gesagt, so viel Normalität ermöglichen, wie irgendwie geht und vertretbar ist, damit das Leben nicht zusammenbricht. Aber dann immer unter der Auflage, es müssen Schutzvorschriften sein. Und dieser Abend hat voriges Wochenende auch geklappt und ich kann mir das noch vorstellen, hier mit einkaufen, wenn alle die Abstände anhalten, Masken tragen. Das ist ja so wie ins Geschäft gehen in der Woche, nur eben am Sonntag. Das Programm draußen, was ja flankieren ist, ist ja auch anders und einfacher aufgestellt. Jemand, der sich auch dazu Gedanken gemacht hat, ist ein Zuschauer, der uns ein Selfie-Video eingeschickt hat. Vielen Dank schon mal dafür. Frank Scheuven und ja, das hören wir uns mal an. Hallo in die Runde. Ich bin der Meinung, dass wir das bis jetzt in Erkelenz sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell bewältigt haben. Der Austausch zwischen der Stadt, zwischen den Einzelhändlern und auch der Gastronomie ist sehr, sehr gut, sehr, sehr professionell. Es bleibt jetzt wirklich nur zu hoffen, dass wir so weitermachen können wie bis jetzt, zwar mit Einschränkungen, aber dass es nicht zu einem Stopp kommt. Und ich glaube, dann steht auch einem verkaufsoffenen Sonntag hier in Erkelenz nichts im Wege und demnach glaube ich persönlich nicht, dass wir hier die Situation so bekommen werden wie in vielen anderen Städten in Deutschland. Ja, wir sind weiterhin guter Dinge. Die Erkelenzer schaffen das, das ist eine schöne Botschaft. Und Linda Amfalder hat auch noch geschrieben, es ist so einfach, bleibt wenn möglich zu Hause, vielleicht nicht am verkaufsoffenen Sonntag, aber wascht euch mehrfach täglich die Hände. Wenn ihr rausgeht, benutzt einen Mund-Nasen-Schutz, versucht soziale Kontakte über FaceTime und so weiter zu nutzen. Es ist halt so und man lebt weiter, bis man wieder sorgenfrei leben kann. Ja, als Fazit, wie kommen wir weiter durch die Krise? Wir haben es eigentlich wahrscheinlich schon ganz oft angesprochen, dass wir uns weiterhin am Riemen reißen, zusammenhalten und vielleicht von Ihnen nochmal persönliche Tipps, Herr Habinger. Wie sieht's aus? Wie kommen wir durch die Krise? Gibt es eine Empfehlung von Ihnen ganz speziell, ganz konkret? Also zur Hermann-Hose-Stiftung gehört ja nicht nur ein Krankenhaus, sondern auch noch ein Hospiz, ein Altenheim, ein ambulanter Pflegedienst. Und da kann ich nur mal sagen, wie im Hospiz ist es das Gleiche, wie wir eben vom Martinsmarkt gehört haben. Da sind viele Veranstaltungen ausgefallen, die dort Spenden ans Hospiz schicken und da sind wir auch auf Spenden angewiesen. Aber da geht es auch darum, einfach auch mal zu gucken, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. Ja, welche Möglichkeiten hat man, genauso wie das eben kam. Man kann auch mal so aufrufen oder kann auch Leute direkt ansprechen für Unterstützung, weil die Solidarität ist da. Aber wir haben zum Beispiel auch im Altenheim die Situation, dass wir auch überlegt haben, sagen wir dem Hermann-Josef-Markt ab. Das ist sowas ähnliches wie ein kleiner Weihnachtsmarkt am Altenheim. Und da bewundere ich immer das Team vor Ort, die gesagt haben, nein, wir wollen das nicht absagen, außer es ist so, dass wir müssen. Und die haben zum Beispiel die Idee entwickelt, dass es einen Markt gibt für die Bewohner und die Angehörigen und nicht unbedingt für Außenstehende. So, und da denke ich auch so, das ist ja auch so ein Thema mit Vereinsamung, wie kann ich Kontakt zu meinen Angehörigen haben, die in Einrichtungen leben. Da sind wir in Deutschland natürlich immer schnell, weil es gibt immer sehr schnell den erhobenen Finger. Wenn da was schief geht, bist du dran. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir als Verantwortlichen haben. Aber ich glaube, es geht da eben auch um das gesunde Mittelmaß, sich Ideen zu überlegen und auch nicht hinzugehen und zu sagen, ich will das unbedingt durchdrücken, so wie Sie das eben mit der Karnevalssitzung gesagt haben, dass man vielleicht was Alternatives machen kann, heißt ja nicht für 1000 Leute. Aber es kann ja auch gut sein, dass sich einfach wie jetzt bei uns die Bewohner mit ihren Angehörigen treffen können und dann kann man trotzdem eine Bude hinstellen. Ja, also das ist für mich eins der wichtigen Themen, das nötige Mittelmaß zu finden, neben den eben schon angesprochenen Abstand und Schutzmaßnahmen, weil eins darf auch nicht passieren, dass wir alle zu Hause bleiben und nicht den Kontakt suchen zu den Menschen, die auch alleine sind oder die uns auch wichtig sind. Ich glaube, nur wie wir den Kontakt suchen, ist der heutigen Zeit Kreativität abverlangt und das ist für mich eine wichtige Botschaft auch an mich selber, dort immer wieder Ideen zu entwickeln, wie feiere ich einen Kindergeburtstag oder. Herr Jansen, was sagen Sie? Also sag mal, der gesunde Menschenverstand im Rahmen der Vorschrift ist gefragt. Es ist noch nie ein Problem in dieser Welt gelöst worden mit Panik, aber auch mit totaler Ablehnung, sondern es muss immer ein abgewogenes Mittel geben und wiederhole es gerne nochmal, so viel normales Leben ermöglichen, wie vertretbar ist und zulässig ist. Und das geht, wenn sich viele an die paar Regeln halten, an die paar Kernregeln halten, die da sind. Wir müssen durch diese Zeit durch. Und ich darf nur alle bitten, gerade die Branchen, wir haben ja gesehen, es sind sehr viele kreativ gewesen, die Gastronomie und allem, die sich Konzepte und alles überlegt haben.
unterstützt die alle, unterstützt auch dann die Vereine, wenn sie was machen, auch wenn sie es im Kleinen machen. Und ansonsten das Geld, was er sonst mal da ausgegeben hat, der könnte auch dieses Jahr mal spenden, der kriegt dann auch einen Teil von der Steuer noch wieder. Und, aber bitte nicht in Panik verfahren, aber die Regeln, die da sind, einhalten, weil das ist die beste Chance, dass wir schnellstmöglich wieder in ganz normale Zeiten reinkommen. Frau Lebens. Ja, und ich denke, man sollte mal darüber nachdenken, wie man etwas anders machen kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir haben jetzt St. Martin. Die St. Martin-Züge werden ja auch abgesagt. So, und da wäre es auch ein leichtes, trotzdem den Martin durch die Straßen ziehen zu lassen. Die Kinder können an den Häusern stehen und da kann man den in den Tüten da vorne an den Straßen hinstellen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde, man sollte vorsichtig sein und dann würde sich das schon alles im Guten wenden, hoffe ich mal. Ja, kommen wir direkt auch schon zur Schlussrunde, Herr Habinger. Sprechen wir heute in einem Jahr immer noch über Corona? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Corona uns begleiten wird. Und wenn es nicht Corona-19 ist, dann ist es irgendwas anderes mit 21. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Also wir dürfen auch lernen, damit umzugehen und es wird neue Herausforderungen geben, die wir uns stellen dürfen. Wo wir Einfluss drauf haben, ist, wie wir über Corona reden. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Corona fordert uns gerade raus, unsere alten Gewohnheiten abzuschlagen. Und das ist für mich das, wo wir sicherlich drüber reden werden. Und ich hoffe, dass es bei Corona so ist wie bei vielen anderen Sachen, dass die guten Sachen in Erinnerung bleiben. Und daher denke ich, dass wir in einem Jahr positiv über die Corona-Zeit sprechen. Und Frau Liebens, über welches Thema oder welche Frage oder Behauptung zu Corona, welche möchten Sie demnächst nicht mehr hören, bitte? Gar nicht mehr hören möchte ich. Keine Umarmungen mehr. Diese Frage, also ich bin gern umarmt und ich umarme auch gerne die Menschen, die ich mag. Also die Frage möchte ich gar nicht mehr hören. Können wir uns mal umarmen? Oder es geht ja nur Fuß oder Gelenke, die Ellenbogen und... Das ist schon schlimm. Also ich finde diese Nähe, ich kann die Leute gut verstehen, die einsam werden, die alleine sind. Und das ist wirklich ein schlimmes Virus, das uns da so ins Abseits setzt. Das kann man so sagen, ja. Aber es ist schlimm. Herr Janssen, und das dringendste Problem für Sie zurzeit? Also diese Zeit, den Winter zu überstehen mit möglichst wenig neuen Fällen. Und daraus die Lehren ziehen, dass mit Solidarität bestimmte Regeln einhalten. Und wir haben große Solidarität erfahren oder auch Engagement hier in der Verwaltung, wie viele da freiwillig mitgemacht haben oder im Kreis. Das sind die positiven Lehren, die müssen wir mitnehmen, weil wir werden noch viele Aufgaben vor uns haben. Und wenn Covid-19 weg ist, wer sagt nicht, dass Covid-21 kommt. Und deshalb sollte man dieses Wissen, wie man damit umgegangen ist, mitnehmen. Aber dann auch jetzt vernünftig handeln und wirklich vernünftig bleiben. Weil alles andere macht keinen Sinn. Wir können es uns nicht ändern. Die letzte Frage kommt von einem Zuschauer, der gerade jetzt noch was geschrieben hat. Alex Ide, ist das Weihnachtsdorf dieses Jahr abgesagt? Das ist noch gar nicht gesagt, weil die Corona-Schutzverordnung gilt ja noch nicht so lange. Aber man muss natürlich überlegen, gibt es ein Alternativmodell, wie wir es anders machen können, mit der Enge wie im letzten Jahr? Kann ich es mir nicht vorstellen. Aber auch da, die Entwicklung der Zahlen jetzt muss beobachtet werden. Und da kann ich appellieren, wer will, dass ein Weihnachtsdorf stattfindet hier in Erkelenz, der soll schauen, dass er sich an die Regeln hält, damit weniger Infektionen passieren. Hier, jeder ist gefragt, nicht die Verwaltung, nicht das Krankenhaus nur, sondern jeder. Jeder hat Verantwortung für alle. Jeder ist gefragt, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Und Sie sind auch wieder gefragt, wenn Sie möchten, machen Sie beim nächsten Mal auch wieder mit. Denn damit sind wir am Ende unserer Sendung. Corona und kein Ende war diesmal das Thema. Beim nächsten Mal lassen Sie sich überraschen. Wir sind fleißig am Plan. Wir haben zwei zur Auswahl und können uns noch nicht entscheiden. Und das ist der Grund, warum ich es jetzt noch nicht sagen kann. Die nächste Sendung, 15. November. Schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht oder ein Selfie-Video per WhatsApp. Da ist die Nummer eingeblendet. 0160 11 36 170. Dahin können Sie schreiben, WhatsAppen, also im Sinne von Foto schicken, Sprachnachricht schicken, Selfie-Video schicken. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Gisela Liebens, dann Peter Janssen und Jan Habinger und vor allen Dingen bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Danke für Ihre Fragen, Meinungen, Anregungen, Ideen und ich sage ja normalerweise immer zum Schluss bis zum nächsten Mal bei Erkelenz Live, aber diesmal kommt noch ein Wunsch zum Schluss dazu. Bleiben Sie gesund und natürlich HS, be strong.
Das war spannende Unterhaltung mit dem digitalen Stadtportal Dein Erkelenz und MyRegio TV, dem Online-Fernsehen für den Kreis Heinsberg und die angrenzende Region.